Ich habe es für 2018 getan, ich werde es für 2019 auch wieder tun. Eine kleine Zusammenfassung über mein letztes Jahr bei Mintos. Wir gucken uns einfach an, wie lief mein Jahr bei Mintos so, was war die Rendite, wie ist die Verteilung der einzelnen Kredite, wie nutze ich Mintos, ich spreche auch darüber, wie ich den Auto-Invest jetzt gerade eingestellt habe und was eigentlich mit Invest and Access jetzt ist. Für alle, die es noch nicht wissen, Mintos ist eine P2P-Kreditplattform. Das heißt, normalsterbliche Menschen, so wie du und ich, leihen anderen normalsterblichen Menschen Geld. Und wir als die Verleiher, als die Kreditgeber bekommen dann dafür Geld. Zinsen. Kleiner Disclaimer vorweg, diese Art der Geldanlage ist natürlich deutlich risikoreicher als jetzt Tages- oder Festgeld. Dafür hat man aber auch die Chance einer deutlich höheren Rendite, wie zum Beispiel die im Titel und im Thumbnail erwähnten 12%. Meine bisherige Geschichte bei Mintos, ich bin seit August 2016 auf der Plattform engagiert und ich bin es eigentlich immer recht moderat angegangen, also habe da nie mega viel Geld reingeballert, sondern bin jetzt erst bei knapp über 1000 Euro. Ist euch aufgefallen, dass es die Mintos-Anlagestrategien nicht mehr gibt? Es gab mal so Voreinstellungen für den Auto-Invest, die man auswählen konnte, um das Investieren einfacher zu gestalten. Aber es hat anscheinend niemand so wirklich benutzt oder es haben zu wenige Leute benutzt und deswegen ist es von der Seite verschwunden. Gibt es nicht mehr. Gibt nur noch Auto-Invest und Invest in Access. Und natürlich den Sekundär- und Primärmarkt. Es gibt auch nicht so viele neue Kreditgeber auf der Plattform. Manche sagen auch Darlehensanbahner. Ich habe das Video von vor einem Jahr angeschaut, mein Recap zu 2018. Da habe ich gesagt, es gibt 59 Kreditgeber jetzt. Ich glaube, das war damals auch noch ein großer Sprung nach oben. Jetzt sind es aktuell 62. Also effektiv gibt es 3 Kreditgeber mehr. Es war 2018 aktuell, es ist es heute immer noch, die Sorge vor fallenden Zinssätzen auf der Plattform. Und es stimmt tatsächlich, ich habe es mal verglichen. Letztes Jahr hatte ich in meinem Auto-Invest als minimale Zinsanforderung, also minimale Zinsrate, noch 11% eingestellt. Aktuell steht sie auf 10%. Also effektiv 1% weniger, den ich einstellen muss im Auto-Invest, um noch alles Geld, was ich investieren möchte, auch investiert bekomme dort. Aber lassen wir jetzt die Seite sprechen. Hier sind wir auf meinem Dashboard bei Mintos und hier können wir uns einfach mal so die Gesamtlage ein bisschen anschauen. Wie schon gerade gesagt, mit meinem Konto bin ich knapp über die 1000 Euro drüber. Die jährliche Nettorendite wird mit 12,23% beziffert. 216,28 Euro habe ich insgesamt Zinsen verdient in meiner Zeit hier. Verzugsgebühren sind fast zu vernachlässigen mit ein paar Cent hier, genauso wie die Servicegebühren. Dann meine Investitionen, 127 an der Zahl. Hier kann man sehen, wie viel fristgerecht und wie viel in Verzug ist. Das meiste ist fristgerecht, 823 Euro, ein bisschen was ist in der Schonfrist. Ein bisschen mehr ist maximal 15 Tage in Verzug. Ich brauche es jetzt nicht alles vorlesen, oder? Aber ich habe tatsächlich auch ein paar mehr hier, die mehr als 60 Tage in Verzug sind. Nämlich sage und schreibe 26 Euro. Ist ja ganz schön, dass da eine jährliche Nettorendite von 12,3% steht. Ich will es immer noch ein bisschen genauer wissen und rechne mir das dann auch wenn es nur überschlagen ist, trotzdem noch mal ein bisschen aus, ob es auch wirklich so Sinn macht. Und dabei komme ich auf eine Rendite von 11,75% und da muss ich wirklich sagen, das passt für mich sehr, sehr gut zusammen. Ich vermute, dass Mintos hier noch den Zinseszinseffekt mit berücksichtigt, um dann auf diese 12,23% zu kommen, die sie angegeben haben auf dem Dashboard. Hier im Portfolio sehen wir auch, dass nur 5 der Kredite überhaupt einen Zinssatz von über 12% haben. Das heißt, der Zinseszinseffekt muss mit berücksichtigt sein. Sonst ist es überhaupt gar nicht möglich. Ich habe hier einen durchschnittlichen Zinssatz auf meine Kredite von 10,91%. Die verbliebene Laufzeit bei mir maximal 36 Monate, also 3 Jahre ist das absolute Maximum, was in meinem Portfolio vertreten ist. Das meiste ist nach 24 Monaten durch. Bei den Kreditarten, Verbraucherkredite sind halt am meisten vertreten. Das liegt in der Natur der Plattform. Dann haben wir noch ein paar Kredite mit kurzer Laufzeit, Geschäftskredite und Autokredite. Dann beim Land sieht man hier viele verschiedene Länder sind vertreten, Kreditgeber auch sehr, sehr viele. Alles mit Rückkaufgarantie. Ich investiere ausschließlich in Kredite mit Rückkaufgarantie. Und beim Status, das meiste ist eben fristgerecht. Zumindest in meinem Portfolio, wie es dann bei den Kreditgebern selbst aussieht, ist dann nochmal was anderes. Aber hier in meinem Portfolio ist das meiste
81,7% fristgerecht. Und dann kommen nochmal 9,4%, die maximal 15 Tage in Verzug sind. Und knappen Prozent in der Schonfrist, also es ist hier wirklich nicht viel, was ernsthaft in Verzug ist. Dann gucken wir uns doch mal an, wie ich den Auto-Invest zurzeit eingestellt habe. Und hier in meinem Auto-Invest ist es so, dass ich inzwischen nur noch Kredite mit maximal B ins Portfolio mit aufnehme. Ich hatte auch mal eine Zeit lang B- noch mit dabei. Inzwischen habe ich das um eine Stufe noch weiter verschärft und habe jetzt alles nur noch von A bis B. B- ist raus. Kreditarten nehme ich alle. Länder auch alle, die mir hier vorgeschlagen werden. Namibia entspricht wohl nicht und Vietnam entspricht nicht den anderen Sachen. Deswegen wird es immer ausgehakt hier. Automatisch, da kann ich nichts machen. Und Rückkaufgarantie habe ich hier ja natürlich angekreuzt. Ich will nur in Kredite, wie schon gesagt, mit Rückkaufgarantie investieren. Und hier unten kann man dann letztendlich nochmal den Zinssatz und die Laufzeit wählen. Und hier habe ich eben diese Minimum 10% eingestellt bis Open End. Bei der verbliebenen Laufzeit maximal 24 Monate aktuell. Reinvestieren ja, aber nicht in Kredite, in die ich bereits investiert habe. Größe der Strategie 3000. Hier würde ich einfach grundsätzlich auch ein bisschen Raum nach oben lassen, damit die Strategie noch schön automatisch weiterfahren kann, lang genug. Investitionen pro Kredit 10 bis 10 Euro. Also 10 Euro ist das Minimum, was man investieren kann und das investiere ich auch nur. Und hier eben noch Diversifikation über mehrere Kreditgeber. Ja, das möchte ich, dass sich Mintos darum bemüht, dass ich eine möglichst gleichmäßige Verteilung über die Kreditgeber, die eben meine Erwartungen erfüllen, dann habe. Hier akzeptiert man und speichert das und dann läuft das Ding. Gucken wir uns auch nochmal kurz Invest and Access an. Ich habe dazu Videos gemacht, wo ich es ausprobiert habe mit, ich glaube 277 Euro waren es dann letztendlich. Und ich bin immer noch nicht ganz raus hier. Also ich habe ja ausgezahlt, aber ich habe hier immer noch 11 Euro, die ich mir nicht abheben kann, weil 3 Euro sind zwar zur Auszahlung verfügbar, aber 7,88 Euro sind eben nicht verfügbar, die sind in Verzug und in Verzug geratene Kredite kannst du nicht in Invest in Excess dir auszahlen und auszahlen kannst du auch erst ab 10 Euro. Das heißt, wenn hier 3 Euro verfügbar sind, dann bringt mir das nichts. Also es kann tatsächlich, wenn man wirklich alles auszahlen will, kann es schon eine ganze Weile dauern anscheinend. Und ich habe mir das jetzt so erklärt, weil normalerweise greift ja die Rückkaufgarantie nach 60 Tagen. Könnte man sich jetzt denken. Ich habe es mir jetzt so erklärt, dass immer noch nicht alles verfügbar ist, dass inzwischen wohl offenbar mal wieder was verfügbar war und dann wieder in Verzug geraten ist, sodass sich das dann über mehrere Monate letztendlich hinziehen kann. Es ist ein bisschen ein Krampf jetzt dann zum Schluss bei Invest in Excess, aber mein Gott, 11 Euro, das stört mich jetzt auch nicht wirklich. Ich benutze Invest in Excess jetzt nicht mehr, ganz einfach, weil ich für mich persönlich keinen Vorteil darin sehe. Es sollte eigentlich ein Tool sein, was das Investieren grundsätzlich einfacher macht und eine schnellere Liquidität sichert. Wenn wir aber ehrlich sind, hängt das Ganze immer noch von einzelnen Krediten ab, die ich eben trotzdem nicht auszahlen kann, wenn sie in Verzug geraten sind. Und man hat kein Bestimmungsrecht darüber, welche Kredite letztendlich im eigenen Portfolio landen und welche nicht. Ich finde, das ist so ein bisschen ein schlechter Deal. Da kann ich die Kredite bestimmt auch auf dem Sekundärmarkt verkaufen, einfach wenn ich sie sofort loswerden muss. Es ist ja wieder Januar, das heißt, man muss sich auch bald wieder um die Steuererklärung bemühen. Und da bietet Mintos wirklich eine coole Möglichkeit, sich so eine Steuerbescheinigung einfach so zu jeder Zeit, wann immer du möchtest, anfertigen zu lassen. Und das gucken wir uns gerade nochmal an, wie das funktioniert. Du klickst hier oben auf deinen Namen und auf mein Konto. Dann, nachdem ich hier meine Daten ausgeblendet habe, auf Steuerbescheinigung. Deutschland, Germany ist schon ausgewählt und dann sagst du hier Anfangsdatum 1.1.2019 bis 31.12.2019 oder je nachdem, wann du dieses Video guckst, eben das entsprechende Jahr. Sagst bestätigen, nee, klickst bestätigen und dann bekommst du die Steuerbescheinigung per E-Mail
zugeschickt. Fazit, ich kann auf jeden Fall Mintos langfristigen Investoren weiterempfehlen. Und wenn, dann würde ich sagen, nimm dir die Zeit, den Auto-Invest richtig einzustellen, weil es ist tausendmal cooler, einfach selbst zu bestimmen, welche Kredite im Portfolio landen und welche nicht. Invest in Excess ist, wie schon angedeutet, nichts Halbes und nichts Ganzes. Und du hast gesehen, es kann wirklich lange dauern, um dann wirklich alles Geld zu bekommen. Was ich auch empfehlen kann, lass Investitionen in Fremdwährungen sein. Der Grund ist ganz einfach. Du trägst in dem Fall nicht nur das Risiko, das allgemeine Risiko der P2P-Kredite, sondern natürlich auch das Währungsrisiko. Heißt, wenn die Fremdwährung, in der du investiert hast, abrauscht, dann rauscht natürlich auch deine Rendite mit ab. Und die wenigsten wissen, glaube ich, wie sich so eine Fremdwährung entwickelt. Und ich weiß, es hat so was Exotisches und man will es ausprobieren, wenn man schon mal die Möglichkeit hat. Ich hatte das Gefühl auch, und wenn du das auch hast, dann probier es einfach aus mit einem kleinen Betrag. Und dann hat sich das Thema erledigt. Ansonsten bin ich mit Mintos top zufrieden und mehr als die Basics braucht es meiner Meinung nach auch gar nicht, um toll zu sein. Und ich sehe jetzt auch erstmal keinen Grund, mich noch bei weiteren Vermittlerplattformen anzumelden, so wie es eben Mintos eine ist. Erstens mal spare ich mir natürlich Arbeit. Jede weitere Plattform ist auch zusätzliche Arbeit, wenn auch nicht viel. Man muss sie trotzdem verwalten. Und zweitens, ob ich dann tatsächlich besser diversifiziert bin, mit weiteren Vermittlerplattformen, die vielleicht die gleichen Kreditgeber haben. In Klammern Grüße gehen raus an Danny von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Der hat mir diese Einsicht gebracht. Das ist dann natürlich fraglich. Ansonsten, wenn du immer gut investiert sein willst und das Maximum rausholen willst, dann check auf jeden Fall die eingestellten Zinssätze beim Auto-Invest regelmäßig. Schreib deine Gedanken zu Mintos gerne unten in die Kommentare und dann danke ich dir wie immer sehr fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss.